Ghost. Das heißt vordergründig Untergrund, Bordgedanken und betrunken fortfahren mit einem guten Grund. Denn ich hab dich verlassen und betrogen für eine kurze Zeit. Hab kreativen Style verkauft für einen Lohn, der meine die Kuh beweist. Ich war der Judas für ein ganzes Jahr, bin abgefahren auf nacktem Wahn. Hab Kacke geplant, der Stadt zu funzen, alles nur nicht Abschuss war. Du hast geklagt, dass ich mein Orchestral-Epos auf dann vertrag. Wenn ganz erwartet ich wie Ghost mit 18 Jahren die Pazza hab, von der ich träume. Treue Freunde brachten mich back, Rap ist alles nur nichts Schlechtes. Und das Vermächtnis, das man mir gab, heißt aufwecken. Für dope Tracks was drauf. Rap nicht Kraut am Bau zu Rauchzwecken. Ich steh als Transmitter zwischen dir und Bossvertretern. Auf elektrisierten Wellen, flowjonglierende Hoffnungsträger. Doch dabei ungemein zerstörerisch, weil konstruktiv bedeutet, dass man auf dem Scheiß aufbaut, der schon zum Patzen lief. Das ist eine andere Richtung als die, die jeder sieht. Ich vertrete jede Art von Gegenpuls und Lethargie. Verbreite das Serum gegen zweifelhafte Egos. Dieser Style ist Zertretung der Iced-Out-Bewegung. Das ist eine andere Richtung, die nicht auf Schildern steht. Doch sie weist dir einen Weg zur eigenen Identität, zu echtem Sound in Zeiten der Verträge mit Labels, die Zielgruppen eintüten gehen. Dieser Sound ist das Ergebnis einer Suchmaschine. Superhuman und ohne Ignoranz vom Blutvergießen. Unbewiesen bleibt hingegen Existenz von Über-G's. Das perfekte Leben und der letzte Mythos, Krieg. Es ist nicht einfach fehlerfreie Analysen, längst verbleichter Hieroglyphen, Händchen klein ins Bett zu lügen. Jetzt genügt es, denn Wahrheiten scheuen die Sonne, offenbaren sich selten, wenn sie es tun, schlafen eure Trommeln. Die aus ihnen mit euch gleiche Sklaven formen würden, die sich tagsüber vergnügen und dann abends schnell verblühen. Die in sich schlicht ist Licht und dadurch nicht richtige Sicht auf Wichtigkeit. Eigener Pflicht bezüglich Welt im Gleichgewicht besitzen. Und selbst der kleinste Wichser, der den Rotz aus deiner Gosse putzt, weiß, dass du ständig Gott benutzt, um ihm die Schuld zu geben für das, was dir geschieht. Komm, hör jetzt diesen Beat, es gibt kein Kriegsgebiet. Das ist eine andere Richtung als die, die jeder sieht. Ich vertrete jede Art von Gegenputz und Lethargie. Verbreite das Serum gegen zweifelhafte Egos. Dieser Style ist Zertretung der Iced-Out-Bewegung. Das ist eine andere Richtung, die nicht auf Schildern steht. Doch sie weist dir einen Weg zur eigenen Identität, zu echtem Sound in Zeiten der Verträge mit Labels, die Zielgruppen eintüten gehen.